Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Ja, jetzt habe ich wieder eine längere Pause gemacht, weil ich ja Seasons aufgenommen habe und muss jetzt nochmal eine Season aufnehmen, weil es gerade richtig spannend ist und ich sonst die Verbindung verliere, weil ja man relativ schnell halt die taktischen Finesse eines Spiels ja nicht mehr so bewusst ist oder nach einiger Zeit. Und deshalb, ja, denke ich, werde ich wieder ein paar Parts machen. Ich denke nicht so viel wie letztes Mal, aber ungefähr 3 Parts wieder machen, um eben ein bisschen dran zu bleiben und so weiter. Der Lösegeldvermittler. Ah, du hast sie gar nicht. Ich habe ja gar keinen. Gut, aber schön, dass der da ist. Also, ich komm gerade nicht so mit wieder. Muss jetzt gleich mal denken, was wir denn haben müssen. Ah, wir haben die Handschuhe letztes Mal gefunden. Okay, dann ist gerade hier nichts. Hä? Das Problem ist eventuell, dass wir wahrscheinlich jetzt angegriffen werden. Es könnte nämlich sein, dass die natürlich zurückschlagen wollen jetzt. Und das müssen wir irgendwie verhindern. Deshalb gehen wir mal kurz dorthin. Wir haben letztes Mal auch, glaube ich, immer ein bisschen ein Haus gebaut. Die Mühle, glaube ich, haben wir gebaut, ja. Und deshalb müssen wir einfach immer ein bisschen beschützen, oder? Es kann sein, dass die auch von hinten kommen, aber ich schaue jetzt mal kurz. Gell? Wir müssen sowieso dem Jeremus mal ein bisschen besser ausrüsten. So. Ja, ich nehme die Schuhe. Heide Handschuhe. Das sind sogar plus 2. 27. Ja, nehmen wir die andere. Den Helm. Und ja. Das sind kein Schild. Und dann noch Chimera, weil sie einfach die Beste ist. Bekommt sie natürlich auch noch eine Belohnung über. Und sie hat auch, sie ist auch beritten. Ich muss mal schauen. Wer ist nicht beritten? Die Kleti. Ach komm, die Sheshavi, die hat auch schlechte Rüstung. Die hat 23. Ja, sogar besser. Okay. Dann bekommst du die Schildiebe. Dann siehst du auch schnuckig aus. Ja. Schnuckelbutz. Okay. Ich muss noch kurz Zeit einstellen. So. Ja. Wollen wir mal ein paar Dorf bauen? Wieso gehen die Dorfbewohner bauen überhaupt hier durch? My Lord. Oha. Werden wir mal versuchen. Selinda und Jay Color. Ich will es einfach machen. Tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich nötig in einem solchen Game. Das ist ja alles Game, ey. Die Leute haben meistens so echt mit moralischen Schwierigkeiten Games. Ich habe überhaupt keine moralischen Schwierigkeiten. Ich würde auch keine Tiere töten oder sonst Sachen. Aber ich muss. Ich würde auch keine Zombies töten, aber ich muss. So, Zombies sind doch so süß. Ich muss sogar Dämonen töten, die sind auch so süß. So viele Zombies schon erledigt in Minecraft. Und in Diablo. Oh je. Yeah. Und ein paar Verwechsel auch viele Zombies getötet. Das ist Wahnsinn. Was, die haben ah, ich habe Gefangene genommen. Okay, ich lasse sie frei. Ich hab zu schlechte. Oh, ich will zerlumpte Wollkleidung. Oh, sieht das genial aus. Heftigste. Tschüss. Die haben nichts mal dabei.
Ich wollte eigentlich neu laden. Da ist der nächste. Also, wir machen das jetzt einfach so, dass wir Svalin jetzt helfen und die anderen verachten. Habe ich so mal das Gefühl. Der hat mega ab. Viel zu schnell ist er. Oha, Deserteur, aber sicher Deserteur. Nein, Sarantische. Sarantische Deserteure. Sind zu schnell, gell? Nicht mal. Wir sind schneller. Hopp, hopp, hopp. Vorwärts. Ich muss unbedingt eh mehr beschützen. Komm jetzt schneller. Schneller, schnell, schnell. Ich wette, die greifen bald an. Vor allem jetzt auch mehr auf die Spiellog schauen. Illy da. Nein! Wieso Illy da? Mist. So böse, hey. König erwächst, der aufgehört sich der Kanat Kägit. Oh Gott. Wir müssen unbedingt den Kanat Kägit angreifen. So, machen wir mal wieder eine Heldentat. Der Helm sieht schon scheiße aus. Sieht aus wie eine sarantische Heimtfrau. Seine, die gerade vergewaltigt wird. Also richtig. Pah! Oh Mann, oh, ich würde ihn nicht töten. Ist unfair, das Spiel. So unfair, aber wirklich. Ich bin noch ein bisschen lasch nach dem Turnier. Wir könnten jetzt irgendwo anders hingehen und nochmal ein Turnier machen, aber ich habe eben keinen Bock. Firentis. Oh! Wow! Schnuckig! Oh Gott. Heute ist nicht gut mit mir. Kann ich nicht so gut Kirschen essen. Es ist nicht gut Kirschen essen mit mir. Heute ist wirklich ein bisschen trollig. Ich trolle nur herum. Nicht mal jemand hier. Wir könnten auch mal Leute bekommen, weißt du, aber in Zwarten schließt niemand jemand an. Also, ich habe schon ein bisschen geplant, was ich dann später machen will. Ich will natürlich Mount Blade treu bleiben. Ich werde bis Bannerlord anscheinend immer wieder wahrscheinlich Flores Mod spielen, weil es einfach ja einer der besten ist. Oder eventuell auch ein anderer Mod. Und eventuell kaufe ich mir auch die DLCs und spiele die mal. Aber jetzt noch nicht. Ich habe sowieso sehr wenig Geld. Im Moment wegen Regnum. Regnum kostet so viel Geld, man. Es wird einfach so gemacht, dass man so viel Geld ausgibt. Das ist heftigst. Ah ja, jetzt wollte ich noch kurz. Jerem, nein. Der allein möchte doch diese mit haben, oder? 3, 38, 17, ja, ja, klar. Hm, 27. Das ist sowieso ein Angstkämpfer. Dich, dir möchte ich gerne... Das geben, hä? Du hast doch eine Axt. Ei, Ferentis. Doch kein Schwert benutzen. Ich möchte
möchte ich so individuell wie möglich machen. Du bist ein guter Kämpfer für dich. Ein super Kämpfer. Prima. Tribian ist immer noch ein Monster gefangen. Die wollen das einfach, den einfach nicht zurückbekommen. Ich wette, die greifen eh immer an, weil sie natürlich auch es hassen, dass ich ihn gefangen habe. Das hat alles so ein bisschen Einfluss, habe ich das Gefühl. Noch 54 Tage. Schön. Sieht man jetzt eigentlich nicht die Baustelle? Noch nicht, oder? Gut, können wir mal Rinder wiederholen. Mal ein bisschen umschauen. Was ist das da oben? Das sind fliegende... Ah nein, sie fliegen nicht. Es ist nur Gras davor. Sah es aus. Ja, okay, fliegen schon fast. Aber na, die Stiele sieht man immerhin. Bei Regnum ist das nicht so. das sind Gräber. Wer ist denn gestorben bei euch? Okay, wir hatten schon viele Schlachten gegen Banditen, gell? Sind schon ein paar gestorben, ja. Wo kommt jetzt die Schule hin? Nein, die Schule, die Mühle. Ich muss mich das irgendwie merken. Da sind drei Häuser. Da ist das große und da sind zwei Häuser. Hey, ist das nicht die Mühle? Ich glaube, die Mühle kommt immer irgendwo außen hin. Hier oben, hä? Also hier oben wird es am besten aussehen, oder? Das muss doch zu oberst sein, komm schon. Du kommst nicht hier oben hin. Ach, ich liebe das Game einfach. Wenn ich schon wieder das sehe, wie die Häuser dann hinkommen und so. Das ist einfach super gemacht. Schade, dass dieses Game nicht so viel Raum bekommen hat. Es wurde auch halt nicht fertig entwickelt sozusagen. Ich hoffe, Bannerlords wird fertiger sein, wenn es veröffentlicht wird. Nein, wir gehen nicht nach Serindu, Diarum Clowns. Bekomme ich wieder negative Sachen über. Nein. Die sollten mich nicht so viel hassen, aber die hassen mich schon so mega. Das ist einfach heftig. Wie viel haben wir jetzt? 60? Ungefähr 60. Minus. Wie sieht das aus? Oh, das ist ein schönes Dorf. Heftigst. Die Landschaft ist auch schön. Das ist ja mal genial. Ich glaube, in einem frühen Let's Play wollte ich dieses Dorf auch haben, wo ich doch Rodok genommen habe. Ja, wollte ich dieses Dorf haben. Fünf. Wir brauchen mehr, gell? Sechs, glaube ich, brauchen wir. Ist ein bisschen schade, die Quest nervt hat wie die Pest, aber ich muss meinem Dorf alles machen. Für mein Dorf aus, die Quest, die wir nicht machen können. Okay, sollen sich Sultanat hat Krieg gegen Kanat Kegit gemacht, also ja, weil die auch viele Gebiete an den verloren haben. Lol, wir brauchten nur drei? Hä, wieso spawnen dann hier wieder Kühe? Ah, vielleicht sind es noch die alten Kühe, die wir da letztens nicht zurück, also einfach losgelassen haben. Cool. Ja, wir sind dankbar für die Hilfe, ja. Ja, jetzt ist die Getreidequest. Natürlich, weißt du, gibt gar kein Ding. Getreide. Es gibt nur Mehl und Mehl geht nicht.
Das Brathärchen wird unser. Das Dorf ist so dankbar für so etwas. Hey, wem gehört dieses Haus? Das muss geflickt werden hier. Geht mal gar nicht. 18 haben wir schon. Cool, cool. Dorfschlampe. So. Ja, ja, jetzt jagen wir wieder kurz und gehen wir wieder zurück. Die Quest, die kostet auch viel, wenn wir die Rinde kaufen müssen. Ich glaube, die Rinde kosten mehr, als die Quest an Geld gibt. Larukien, ich habe dich doch schon mal gefangen, jetzt möchte ich dich nochmal fangen. Okay. Bist du sowieso ein bisschen zu viel. Was haben die mit dem Graf Rochabad? Ich habe die doch extra... Ich glaube, die Quests haben gar keine Bedeutung. Das ist nur gut für den einen, aber für den anderen ist es überhaupt nicht gut. Ich glaube, das hat keine Bedeutung. Wir werden ihn aber weiterhin nerven, gell? Wir gehen einfach ihn auf den Geist und quasseln blöd über ihn, wenn wir ihn nochmal ansprechen. Cool, Clayty. Die Clayty, ja, machen wir Spurensucherintelligenz. Cool, wir können eins upgraden. Ja, Kartengeschwindigkeit natürlich. So, wen haben wir sonst noch zum Upgraden? Gerade niemanden, den wir brauchen. Jetzt haben wir mal gucken, da noch. Niemand mehr. Ein Bauer. Sarimisch. Hä? Da waren wir doch erst kürzlich. Da ist der Barenz. Barenz, glaube ich. Oha. Aber wir haben Sold, das ist doch gut. Wenn wir es schaffen, AA mal richtig gut zu machen, dann wird das richtig viel Sold abwerfen. Aber es ist momentan ja sehr, mega arm dran noch. Kriegt es einfach nicht besser. Ist irgendwie doof gemacht, aber ja. Oh, ihr schlechte... Diese schlechte KI mal wieder. Firentis, kill sie alle. Was hast denn du gemacht? Jetzt habe ich wieder Bock zu kämpfen. Zweihandwaffen. Auf 197 oben. Wir machen noch mehr. Komm schon. Geht's bis 200? Nein, mehr. Danke schön. Danke, danke. Auch wenn der Ding sollten wir auf... Ding, also nicht. Was ist denn los mit diesen Quests immer? Es sind immer nur diese Quests. Ist ja heftigst. Wenn das Dorf vielleicht mal besser ist im Ding. Verwaltet dieses Dorf noch 53 Tage. Mühle, ja. Ich muss eine Quest bekommen. Ach, kommt schon, ey. Ist immer noch...
noch elend und vernachlässigt. Was ist denn los mit diesem Dorf? Ist das verbuggt? Schlecht sowas, gell? Oh, da kommen zwei. Ich habe mich darauf gefreut, euch wiederzusehen. Eure Ticks werden mich nicht ein zweites Mal foppen. Und euer Gewinsel und Gnade wird Musik in meinen Ohren sein. Ah. Ich habe euch in die Ecke gedrängt. Gebt auf oder ich trample euch nieder wie ein Hund. Okay. Fassen wir mal zusammen. Er hat keine Chance. Die Stadt ist für mich. Er hat nur dieses arme andere Schweinchen und sonst nichts. Und ich bin der beste Krieger dieses Spiels momentan. Also bitte. Was? Ich habe das Dorf nicht für... Ja, dann machen wir es trotzdem. Ich möchte ganz ruhig hier warten. So, nur angreifen, die kommen auf die Schnauze. Die werden sowas von gefoppt. Er sagt foppt, er kriegt foppt. Deswegen, schaut euch mal das an. Verteidigt euch, ja. Wir haben die besten Bogenschützen, kommt schon. Ach komm, greifen wir an. So. Nicht sterben, Leute. Ich glaube, ich habe einfach ein Problem mit meinen Leuten. Nein, ein swazischer Fußsoldat ist gestorben. Nein, Slave Crush ist gestorben. Was habt ihr wieder für Probleme? Keine Verstärkung. Die bekommen einfach keine Verstärkung. Nein, eine Klingenschwester. Ich hoffe, ich kriege das hin mit den Mods dann später. Also, ich möchte schon wieder den Mod installieren, aber wenn er ja nicht mehr downloadbar oder so ist, das muss einfach wieder kommen. Nein, ein Slave Crusher. Ich will auch ein bisschen jetzt ein bisschen... Nein, ein Waffenknecht. Hey, geht's noch? Neue Feinde sind eingetroffen. Das sind Bösen. Hey, du bist ein Böser. Du regst auf. Du auch. Wo sind die Nächsten? Da. Wir spielen hier ein bisschen. Wir spielen hier ein bisschen. Wir spielen hier ein bisschen. So, rot sind wir ja wieder. Also, was haben wir für Verluste? Fußsoldat,
Ein Waffenknecht. 4 getötet. Was sind noch getötet? Slave Class noch getötet, ja. Feindliche Flusset. Klar, Broken Nature. Ihr seid nun mein Gefangener. Ja. Ihr seid nun mein Gefangener. Okay, wir haben erst minus 52, okay. Ja, seid ihr. Roduk Sergeant. Das ist ja mal genial. Wo haben wir die? Armbrustschützenveteran, ja. Ah, es gibt gar keine besseren. Oder das? Das denke ich besser. Naja, klar. Okay, Lagerverteidiger. Meisterschütze, cool, jetzt haben wir einen Meisterschütze. Haskell, Huskarl. Noch nicht zu Ritter. Oh, ich habe ein Militärhackmesser. Das ist eine Einhandwaffe. Ist ja mega geil. Ist ja mega geil für die Leute, die wir haben. Schade, schon wieder voll. Wir müssen nochmal das Inventar verbessern. Ramponiert. Dick. Okay. Den Schrott, den die haben. Ich möchte irgendwie das so machen, dass wir Swadien zur Hälfte haben und ein anderes Reich, das zur Hälfte haben. Dann schlachten wir, also so, schauen wir, dass man das im Gleichgewicht machen kann. Und dann machen wir unser eigenes Reich. Aber erst dann, weil es ist relativ mühsam, ein Reich zu... ja. Kontrollieren, also ja, die Kontrolle einfach halten und so regieren. Oh, cool. Hab ich mal, nein. Ja, ist nicht. Das ist vielleicht gut. Das sind alles gute Waffen. Das sind 33er schwer. 35er. Ja. Prima. Können wir das auch noch verkaufen. Was, die hat, der hat nur so wenig Geld. Der hat noch gar kein Sting. Ja, dann ist klar. Welches ist jetzt mein und welches ist den? Sieht man das nicht? Kann man nicht abbrechen. Ne? Also ich glaube, die sind mein gewesen, ne? Die Mütze, hä? Du hast Geld. Ja, ein bisschen. Irgendwas, was wenig Geld gibt. Ist ja nervig, wenn die so wenig Geld haben. Tja. Also prima. Dann mal gucken.
Klingenschwester, cool. Die Deschavi-Assisten. Du brauchst endlich mal eine Tunik. Und eine Beckenhaube. Warte kurz, 41. Ist die gleiche, aber... ist genau die gleiche. Gut. Dann bekommst du auch das gute Sheet über. So. Dann die Clayty. Du bekommst dieses Sheet über. Ah, das ist besser. Du bekommst das Hackmesser. Die Clayty bekommt das Militärhackmesser über. So. Und eben, das ist ja größer, stimmt. Die Handschuhe. Die Deschavi haben wir gehabt. Allein. Du hast das. So. Das ist mit Reiten gut. 31, zwei Handwaffen müssen wir wieder mal haben, ne? Eine bessere. Der Chere muss, hat doch noch ein paar schlechte. Ja, genau, das Schwert. So, wenn wir das verkaufen, das auch. Prima. Also, das können wir auch verkaufen. Ja, dann müssen wir schauen, dass wir noch an Geld... ja, die haben genug Geld. So, prima. Dann unbedingt noch das Buch lesen, aber zu... ja, nein. Buch lesen und dann speichern. Boah, ich schwitze. So heiß bei uns. Endlich wieder, aber viel zu heiß für drinnen, wenn man noch die Heizung anhat und so. Was wollte ich jetzt machen? Noch kurz schauen, was der Ding ist. Rocherbart minus 28. Also. Wir müssen irgendwie ein Lager aufmachen. Aber minus 52 plus 33. Da Lager und dann Buch zum Lesen aus. Ja. Aber für was ist das jetzt, das Buch? Steht nicht. Mal schauen, was wir dann bekommen. Das nimmt mich wirklich Wunder. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Bades. Der nächste kommt, ja, in einem Tag wieder. Und jo, ich freue mich also riesig auf dieses Game, den Fortschritt. Hey, das ist, das Spiel macht immer wie süchtiger. Das ist es einfach. Das ist einfach ein krass gutes Spiel. Also, Dankeschön und tschüss.